Fuerteventuras Sandstrände, die sind berühmt durch die Weitläufigkeit und Schönheit, die man bei Spaziergängen genießen kann. Das kann so aussehen, aber am Beispiel von Morrojable, da kann es auch mal so aussehen. Was ist passiert? Müssen wir uns wirklich daran gewöhnen? Ist etwa der Klimawandel daran schuld? Denn Wissenschaftler, die rufen mittlerweile für die Kanaren Alarmstufe Rot aus. Alle Infos erhältst du jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir wirklich viel Spaß beim Anschauen. Fuerteventura schreibt wieder gute Zahlen, denn in den vergangenen Jahren, da haben fast 2 Millionen Touristen Fuerteventura besucht. Das ist ein neuer Spitzenwert nach den Corona-Einbrüchen nach 2020. Übrigens, wir Deutschen, wir bilden immer noch den größten Anteil an Besuchern, gefolgt von den Engländern, den Franzosen und natürlich auch den Spaniern vom Festland. Aber wie lange werden wir die Schönheit und den Erholungswert der Kanarischen Inseln noch genießen können? Diese Frage, die werden wir natürlich gleich wissenschaftlich beantworten. Aber vorher widmen wir uns erstmal dem Phänomen der Strandüberflutung, unter anderem hier in Morrojable. Es kann passieren, dass du hier Urlaub machst und auf dem Weg zum Strand schon mal bis zur Hose komplett nass werden kannst, wenn das Wasser hoch steht, was keine Seltenheit ist. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, das geht wirklich bis zu 2 Kilometer nach hinten. Das heißt, dort ist der Leuchtturm und bis hinter den Leuchtturm hat man jetzt einen kleinen Badesee. Und da muss man sich nicht wundern, wenn man reinläuft, da versinkt man teilweise in Tiefen von, naja, so 50 bis 80 Zentimeter. Also es gab Leute, die sozusagen rüber wollten zum Strandrestaurant und wirklich bis zum Po verschwunden waren, wo sie durchs Wasser gelaufen sind. Und das hält dann immer so 14 Tage an und dann ist bei gutem oder bei schlechtem Wetter, je nachdem, wie es gerade hier auf der Insel läuft, auch nach 3 Wochen ist es dann langsam vorbei. Eigenartiges Phänomen, aber trotzdem fantastisch. Und wer das mal hier in seinem Urlaub erlebt, der weiß, das kommt nicht allzu oft vor. Die Hosenbeine sind hochgekrempelt. Jetzt geht's rüber auf die andere Seite. Was bedeutet, es ist ganz schön tief. Also mir geht das Wasser mittlerweile bis zum Po. Das ist schon mal knapp 1 Meter. Und hier hat sich ganz schön Wasser angestaut. Aber wer im Urlaub mal mit diesem Phänomen in Verbindung kommen sollte, warum nicht? Der hat Spaß. Jetzt ist die Hose nass. Das Wasser geht bis zum Po. Also definitiv 1 Meter. Aber den Weg zum Strand muss man sich natürlich an einigen Tagen hier hart erkämpfen, wenn man hier durchs Gewässer muss. Ich muss dazu sagen, es ist sauber. Also hier baden auch die Kinder, die Vögel schwimmen hier rum und alles ist so, wie es eigentlich normalerweise immer ist. Außer, dass du ausnahmsweise zum Strand ganz einfach mal erstmal durchs Wasser musst. Und wenn du dann durchs Wasser gekommen bist, dann hast du dir auch deine Strandliege verdient. Und da auf der anderen Seite ist natürlich das Meer, was bedeutet, jetzt geht's ans Relaxen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, welches Phänomen denn überhaupt diese Strandüberflutung verursacht. Und es soll vor allem mit den Mondphasen zusammenhängen. Bei Neumond und Vollmond, da stehen die Sonne, Mond und Erde in einer Linie. Dadurch addieren sich die Gravitationskräfte, wodurch Ebbe und Flut beim Mondwechsel besonders stark ausfallen. Die Wissenschaft nennt das Springtiden. Zu diesem Zeitpunkt, also dem Zeitpunkt der Tag- und Nachtgleiche im Frühling und Herbst, treffen Sonne und Mond die Erdachse fast genau senkrecht im Erdmittelpunkt. Deshalb sind die Springtiden besonders stark ausgeprägt. Auf Fuerteventura beträgt der Tidenhub also der Unterschied zwischen Hochwasser und Niedrigwasser dann mehr als 2,70 Meter. Aber auch dieser Effekt wäre noch perfekt berechenbar. Für die unberechenbaren Marenas de Pino, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, muss also noch ein weiterer Effekt hinzukommen. Die Herbststürme, die weit draußen auf dem offenen Atlantik toben. Diese treiben Ebbe und Flut, die durch den Effekt des Äquinoktums und Mondphase ohnehin schon extrem sind, dann noch weiter an. Das erklärt dann auch, warum die Fluten der Pino mal stärker und mal weniger stark ausgeprägt sind und warum sie manchmal auch völlig ausbleiben. Die Herbststürme auf dem Atlantik, die bilden sich nach ganz anderen Naturgesetzen und daher sind die Stürme und damit auch ihre Gezeiteneffekte völlig unberechenbar. Teilweise kann es bis zu 3 Wochen brauchen, bis hier in Morrojable
alles wieder normal ist, so wie du es kennst. Aber jetzt zur ausgerufenen Alarmstufe Rot. Das Meer um die Kanarischen Inseln steigt, und zwar immer schneller. In den letzten 27 Jahren betrug der Anstieg im gesamten Gebiet durchschnittlich 7,94 cm. In einigen Teilen der Insel, da ist sie stärker gestiegen, in den anderen weniger. Wissenschaftler sprechen von Alarmstufe Rot für alle Strände der Kanaren. Denn seit der Jahrhundertwende scheint sich der Anstieg jedoch zu beschleunigen, und für das Jahr 2050 wird ein Anstieg von 18,1 cm prognostiziert. Dies geht aus einer Studie hervor, die sich auf Satellitendaten stützt und kürzlich veröffentlicht wurde. Die Forscher, die haben Informationen von Satellitenkarten untersucht, die alle 10 Tage die Höhe des Ozeans in 25 Quadratkilometer großen Rastern erfassen. Die Absicht war, Unterschiede zu finden, da es sich um sehr unterschiedliche Bereiche handelt. Die Arbeit konzentriert sich auf eine historische Reihe von Zahlen aus dem Januar 1993 bis zum Dezember 2019. Der Anstieg des Meeresspiegels, der hat sich in den erhobenen Werten zufolge in den letzten Jahren verstärkt und ist aufgrund der Erwärmung des Wassers im Sommer, besonders im Herbst, zu beobachten. Im Oktober zum Beispiel wurden Werte bis zu 12 Zentimetern erreicht. Es gibt zwei Faktoren, die diesen kontinuierlichen Anstieg der Ozeane beeinflussen. Zum einen das Abschmelzen der Gletscher, insbesondere der Gletscher in Grönland, und natürlich auch die thermische Expansion. Beide Variablen lassen sich auf eine einzige Ursache zurückführen, die globale Erwärmung. Wenn die Wassertemperatur ansteigt, kommt es zu einer thermischen Ausdehnung. Es ist, als würde man einen Topf auf den Herd stellen. Die Moleküle beginnen sich dann schneller zu bewegen und dadurch steigt der Meeresspiegel. Auch wenn es unmerklich erscheinen mag, so ist ein Durchschnitt von 8 cm bereits eine beträchtliche Menge. Das kann Erosion, Wasserverschmutzung und Schäden an ökologischen Gebieten verursachen. Ein derartiger Anstieg des Meeresspiegels kann natürlich auch die Schäden durch Wetterereignisse wie Hurrikan und tropische Wirbelstürme verstärken. Bei längeren Perioden dieser Unwetter würde der Tourismus, der wichtigste Wirtschaftsmotor der Region, seine Hauptattraktion verlieren. Die Untersuchungen, die stehen im Einklang mit anderen Arbeiten kanarischer Wissenschaftler, die nicht nur in dieser Hinsicht gewarnt haben, sondern auch davor, dass der thermische Komfort, der für einen angenehmen Aufenthalt auf den Inseln unerlässlich ist, im Laufe der Zeit mit steigenden Temperaturen schwinden wird. Es wäre dann einfach zu heiß. Durch diese Verkettung von Umständen wären die wirtschaftlichen Verluste für die Kanaren extrem hoch und würden in die Millionen gehen. Bedeutet, dass wir hier weitere Studien abwarten müssen, aber die Situation, die sieht momentan nicht gut aus. Das sind zwar alles nur theoretische Hochrechnungen, aber man muss sie ernst nehmen. We'll be right back.
Und ich hoffe, du konntest einige Informationen aus meinem Video mitnehmen. Wenn ja, dann gib dem Video bitte ein Like und abonniere den Kanal, damit ich noch mehr solche schönen Videos produzieren kann. Ich sage vielen Dank, sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke winke.